dass Rot für die einen nur eine Empfehlung ist. Das sehen wir im folgenden Beispiel. Und damit herzlich willkommen zum neuen Dashcam-Video. Übrigens, 80% von euch sind noch keine Abonnenten. Könnt euch den Kanal abonnieren, das würde mich freuen und würde auch den Kanal weiterbringen. Damit gehen wir gerade zum nächsten Beispiel. Wir haben definitiv grün und jetzt seht ihr von links den Velofahrer. Und das ist wirklich sehr knapp gewesen. Eine halbe Sekunde später und der Velofahrer wäre mindestens im Spital gelandet. Ich weiß nicht, wie man so hirnlos kann sein und bei Rot so über die Straße kann fahren. Ja, da haben wir also einen typischen Abendverkehr und den einen wird es dann zu wild zum Warten und die wendet dann. Was aber gut wäre, wenn er wendet, dass er noch schaut, ob der Verkehr von hinten frei ist. Genauso frei sollte natürlich der Velostreifen sein, wenn er in eine Hauptstraße reinfährt. Hallo? Und da sehen wir jetzt ein Beispiel mit einem Schwertransporter. Das Begleitfahrzeug winkt uns noch ein bisschen rechts an den Rand raus, dass wir schön rechts anfahren, damit der Lastwagen durchkommt. Wenn er das erkennt, fahren nicht zu nahe kann, wartet relativ weit hinten, dass der Lastwagen Platz hat. Ja, Autobahneinfahrt, was machen wir dann normalerweise? Beschleunigen natürlich. Haben wir da auch vorgehabt, bis dann der Vorder angefangen hat bremsen. Warum? Sehen wir nachher gerade. Nicht, mag der Kurve. Wir haben nämlich einen Unfall auf dem Beschleunigungsstreifen. Und in so einem Fall ist es natürlich ziemlich blöd, jetzt stehen wir ja und wir müssen in die fahrende Autobahn einfahren. Zum Glück ist der Verkehr nicht so schnell gefahren und dann ist es schon irgendwie möglich. In so einem Fall darf man natürlich auch über eine Sperrfläche drüber fahren, logischerweise, sonst würde es ja gar nicht anders gehen. Sucht euch da genug grosse Lücken und gebt dann schön Gas, wenn ihr einfahren wollt. Dass man die Ausfahrt frühzeitig nehmen sollte, sehen wir in dem folgenden Beispiel. Das Auto vor uns, das hat jetzt die Ausfahrt irgendwie verpasst. Wird am Lastwagen zuerst noch vorbei, fängt dann an bremsen und ziemlich stark und zieht dann hinter dem Lastwagen über die Sperrfläche und über alles drüber. Das wäre logischerweise verboten. Ja, und da bin ich gerade auf dem Arbeitsweg und ihr seht, das Auto vor uns hat so Schachteln mit Schrauben verloren. Die sind wirklich über die ganze Fahrbahn verteilt gewesen. Und in so einem Fall natürlich schnell den Pannenblinker rein, aussteigen und dem möglichst helfen. Die Kolonne hinter uns ist dann riesengroß gewesen und alle haben den Kopf geschüttelt und gehupet sogar schon. Und in so einem Fall steigen doch einfach raus, gehen helfen, dann geht das einiges schneller. Wir haben die Schrauben zusammengesucht und dann ist sie weitergegangen. Dass man die Ausfahrt kann knapp nehmen kann, haben wir vorher gesehen, dass es noch knapper geht, sehen wir im folgenden Beispiel. Wir haben schon lange eine Sicherheitslinie. Beide Autos sind links über die Sicherheitslinie drüber gefahren. Wer jetzt meint, es geht nicht knapper, der hat sich duschen. Im folgenden Beispiel sehen wir den Lastwagen, der wird jetzt richtig schaffhausen. Das ist schon verboten gewesen und jetzt merkt er, ist doch die falsche Spur, geht wieder über. Und das ist dann wirklich sehr knapp mit einer Baustelle gepfosten gewesen. Ja, und wenn die einen falsch fahren, dann sieht es folgendermaßen aus. Auch das wäre natürlich verboten. Wenn wir gerade bei Verboten sind, das Lastwagen von rechts, das rote, das hat definitiv rot gehabt. Wenn wir grün haben, kann der nicht auch gleichzeitig grün haben. Unmöglich. Dann kannst du auf der rechten Spur bleiben, dann rechts vorne nach rechts. Ja, da ein bisschen eine kuriose Situation. Wir haben komische Absperrungen auf der Fahrbahn. Die zwei vor uns sind jetzt links vorbei. Eigentlich ist, glaube ich, schon die Idee gewesen, dass man rechts an dem Hindernis vorbeifährt. Aber es ist schon recht speziell gewesen. Dass auch ein Krankenauto, ein anderes Krankenauto, muss Platz machen, sehen wir in dem folgenden Beispiel. Und das Rotlicht eben nicht für alle gelten, sehen wir da. Ich weiß nicht, wie man so kann Velo fahren, für mich unbegreiflich. Da auch eine lustige Situation. Und warum, dass er nicht in einem toten Winkel sollte fahren von einem Lieferwagen, sehen wir im folgenden Beispiel. Der Lieferwagen hat uns zu 99% nicht gesehen, hat einen Spurwechsel machen. Der Lieferwagen hat natürlich einen sehr grossen toten Winkel hinein, also schauen, dass er wirklich nicht im toten Winkel unterwegs sind. Apropos toten Winkel, der blaue Lastwagen und der grüne Bus, die haben sich sehr wahrscheinlich nicht gesehen, weil das ist sehr knapp gewesen, das sieht jetzt da gar nicht so aus. Aber der hat wirklich nicht mehr viel gefehlt und die hat sich berührt.
Ja, und wenn wir jetzt weit vorne schauen, die sehen, wir haben Rückstau, dann macht es keinen Sinn, wenn wir jetzt auch wieder vorne fahren. Wir warten jetzt extra weiter hinten, damit die Fahrzeuge von vorne an dem Hindernis vorbeifahren können. Der Lastwagenfahrer hat sich noch mit Lichthupe bedankt, so macht doch das einfach viel mehr Spass. Und ihr seht, wir haben jetzt überhaupt keine Zeit verloren. Wir können jetzt vorne fahren, vorne ist jetzt gerade orange oder grün geworden. Wir können aufschliessen und sind genau gleich weit. Da haben wir eine normale Blaulichtsituation. Alle machen schön Platz. So sollte es sein. Und da vorne auch eine kuriose Situation. Wir haben grün, der Fußgänger rechts, der läuft jetzt einfach mal so gemütlich über die Straße. Ja, warum auch immer. Und in dieser Situation, wir haben jetzt da wieder links abbiegen, wir haben gesehen, von vorne kommt das Auto, wir haben eigentlich korrekt wieder kreuzen. Das Problem war, dass das linke Auto schon losgefahren ist und wir haben durch das dann eigentlich, naja, sind wir gezwungen worden zum Falschkreuzen, aber es funktioniert auch so im Notfall. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt gesehen, wie es auf der Straße läuft oder wie es eben nicht laufen sollte. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video liket und dann sehen wir uns am nächsten Dienstag wieder. Tschüss zusammen!